Hallo liebe Häkelfreunde, die verschneiten Berggipfel meiner Heimat Vorarlberg haben mich zu diesem wunderschönen Poncho inspiriert. Er ist nicht sehr schwierig nachzuarbeiten, erfordert aber ein bisschen Geduld. Ich hoffe, er gefällt euch und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und Freude beim Nacharbeiten. Für diesen Poncho nehme ich eine Wolle von Action. Sie heißt Sparkly Cake. So ein Knäuel hat 150 Gramm und 375 Meter Lauflänge. Empfohlen ist eine Nadelstärke 5 bis 5,5. Und ich beginne aber mit einer Häkelnadel Nummer 4, weil sich dieses Muster, das wir nachher machen, sehr zusammenzieht. Ich beginne also mit einer Häkelnadel Nummer 4, häkle eine Anfangsschlinge, mache dann zwei Luftmaschen, drehe die erste ein bisschen um, steche in die Masche ein, hole den Faden durch, masche einen Faden ab und dann die restlichen zwei. Dann steche ich hier in den Querfaden wieder ein, hole den Faden durch, masche eine Schlaufe ab und die restlichen beiden. In den Querfaden einstechen, Faden durchholen, eine Schlaufe abmaschen und dann die restlichen zwei. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Und das machen wir für die Größe 40-42 mache ich 109 feste Maschen. Gezählt wird hier, wo die schönen Maschen sind, 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich bis jetzt. Die anderen Zahlen schreibe ich euch unten hin. Und wir brauchen eine Maschenzahl, die teilbar ist durch 6 plus eine extra Masche. Aber wie gesagt, ich gebe euch hier fixe Maschenzahlen pro Größe an und wenn ihr eure Zahl gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe 109 feste Maschen gehäkelt. Jetzt kippen wir das Ganze, so dass die schönen Maschen oben sind und ich steige jetzt auf eine 5er Nadel um. Die Reihe beginnt mit 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen und gleich in die allererste Masche häkeln wir noch 2 Stäbchen dazu, sodass wir 3 Stäbchen in der ersten Masche haben. Dann lassen wir 2 Maschen aus und häkeln eine feste Masche. Dann lassen wir wieder 2 aus und häkeln in die dritte Masche, die kommt, 5 Stäbchen. 1, 2,
3, 4, 5. Immer 2 auslassen, dann kommt eine feste Masche. 2 auslassen, 5 Stäbchen in eine Masche. Drei, vier, fünf, zwei auslassen, eine feste Masche, zwei auslassen, fünf Stäbchen, 1, 2, 3. 4, 5, 2 auslassen, eine feste Masche, also immer abwechselnd eine feste Masche, 5 Stäbchen, eine feste Masche, 5 Stäbchen, eine feste Masche, 5 Stäbchen, dazwischen immer 2 Maschen auslassen. Das machen wir, bis wir beinahe mit der Reihe fertig sind, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis bald! Willkommen zurück. Das Ganze sieht jetzt so aus. Am Ende müssen 3 feste Maschen noch übrig bleiben. Hier habe ich die letzte Muschel gemacht, eine feste Masche noch, und wir lassen wieder 2 Maschen aus, und in die allerletzte feste Masche häkeln wir 3 Stäbchen, genauso wie am Anfang der Reihe, also sozusagen eine halbe Muschel. Wir haben hier am Anfang mit 3 Stäbchen begonnen, also eine halbe Muschel, und hier am Ende haben wir auch eine halbe Muschel. Und wir drehen das Ganze um. Die zweite Musterreihe beginnt mit einer Luftmasche und einer festen Masche gleich in den ersten Maschenkopf, also ins erste Stäbchen. Eine feste Masche. Dann häkeln wir hier in diese feste Masche zwischen den Muscheln, und zwar wir holen einen Umschlag, stechen in die feste Masche ein, holen den Faden durch, ziehen ihn etwas herauf, holen wieder einen Umschlag, stechen noch einmal in dieselbe Masche ein, holen den Faden durch, immer etwas länger ziehen, und das Ganze noch ein drittes Mal. Dann maschen wir alle Fäden ab, bis auf die letzten beiden, 2 sind noch auf der Nadel, und die maschen wir gemeinsam ab. Dann folgen 3 Luftmaschen und dieselbe Büschelmasche noch einmal in dieselbe Masche, ein Umschlag, Faden einmal durchholen, ein Umschlag, Faden zweimal durch, ein Umschlag, Faden dreimal durch, alle abmaschen bis auf 2. Und die gemeinsam abmaschen. Das sieht so aus. Diese beiden Büschelmaschen sind beide in einer Masche, in dieser festen Masche zwischen den Muscheln. Jetzt lassen wir 2 Stäbchen aus, und ins mittlere dieser 5 kommt eine feste Masche. Und dann wieder in die feste Masche zwischen den Muscheln. Zuerst eine Noppe, dann 3 Luftmaschen und dann noch eine Noppe oder Büschelmasche. Immer den Faden dreimal holen. Das sieht so aus. Dann wieder 2 auslassen, also immer ins mittlere Stäbchen dieser 5er-Gruppe eine feste Masche. Dann kommt wieder eine Büschelmasche.
drei Luftmaschen und eine weitere Büschelmasche in dieselbe Masche. Und dann wieder zwei auslassen und eine feste Masche ins mittlere Stäbchen. Und das machen wir wieder die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Habe hier noch die letzten Büschelmaschen hineingemacht. Am Schluss bleiben die drei Stäbchen übrig. Und hier machen wir in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens noch eine feste Masche. Und es ist ganz wichtig, dass ihr die feste Masche wirklich in die dritte Luftmasche von unten gezählt macht. Sonst verliert ihr hier an Höhe und mit der Zeit wird die Seite dann zu kurz. Also immer in die dritte Luftmasche und dann wenden wir wieder und die beiden Reihen werden stets wiederholt. Ich mache beide Reihen mit euch ein weiteres Mal. Die erste beginnt mit drei Luftmaschen und zwei Stäbchen in diese feste Masche. Also drei Stäbchen praktisch in die erste feste Masche. Dann häkeln wir eine feste Masche um den Luftmaschenbogen herum. Eine feste Masche. Dann in die feste Masche zwischen den Gruppen kommen fünf Stäbchen. Eins, zwei, drei, 4, 5. Dann springen wir zum Luftmaschenbogen zwischen den Büschelmaschen und häkeln eine feste Masche. Dann 5 Stäbchen in die feste Masche zwischen den Büscheln, also zwischen den Büschelgruppen. 2, 3, 4, 5, eine feste Masche um den Luftmaschenbogen, 5 Stäbchen in die feste Masche aus der Vorreihe. 1, 2, 3, 4, 5, eine feste Masche um den Luftmaschenbogen. Das Ganze sieht so aus und das machen wir wieder bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Hier habe ich noch eine feste Masche um den Luftmaschenbogen gemacht. Ganz am Ende der Reihe haben wir eine feste Masche aus der Vorreihe. Und da häkeln wir 3 Stäbchen hinein. 1, 2, 3. Also wieder eine halbe Muschel. Wir hatten auch am Anfang der Reihe 3 Stäbchen in die feste Masche. Und wir wenden wieder. Die zweite Musterreihe beginnt mit einer Luftmasche und einer festen Masche gleich ins erste Stäbchen. Dann eine Büschelmasche in diese feste Masche zwischen den Muscheln. Eine Büschelmasche, 3 Luftmaschen und noch eine Büschelmasche in dieselbe feste Masche. Dann 2 auslassen, eine feste Masche ins mittlere Stäbchen der Muschel,
in die feste Masche, die weiter unten liegt, zwischen den Muscheln, eine Büschelmasche, drei Luftmaschen und eine weitere Büschelmasche. Und ins mittlere Stäbchen immer zwei auslassen, dann seid ihr im mittleren Stäbchen eine feste Masche. Eine Büschelmasche in die feste Masche der Vorreihe, drei Luftmaschen, eine weitere Büschelmasche und ins mittlere Stäbchen eine feste Masche. Das sieht so aus. Wir befinden uns auf der Rückseite, auf der Vorderseite treten diese Büschelmaschen weiter hervor. Und wir machen die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Hier bleiben drei Stäbchen übrig am Ende. Zwei davon lassen wir aus, die beiden normalen Stäbchen. Und in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkeln wir noch eine feste Masche. Ganz wichtig, dass es die dritte Luftmasche von unten gezählt ist, damit die Seite nicht immer kürzer wird. Und diese beiden Reihen, die wir soeben gemacht haben, hier ist die Vorderseite, das erkennt ihr daran, dass die Noppen so schön hervorstechen. Diese beiden Reihen wiederhole ich für die Größe 40-42, bis mein Teil ungefähr 65 cm hoch ist und die anderen Maße schreibe ich euch unten hin. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe ca. 65 cm hoch gehäkelt. Zur Orientierung, bei mir sind das 29 Mustersätze. Das kann bei euch aber auch anders sein. Und jetzt häkle ich eine Abschlussreihe. Ich beginne mit einer Luftmasche. Ich befinde mich übrigens auf der schönen Seite, häkle dann gleich in die erste Masche eine feste Masche, dann eine feste Masche in den Kopf der Noppe und um die Luftmaschenkette herum mache ich drei feste Maschen, dann eine in den Kopf der Noppe, eine in die feste Masche und einen in den Kopf der Noppe. Das sind also immer Dreiergrüppchen, drei, dann wieder drei in die Lücke hinein und dann wieder 1, 2, 3, 1 in die Noppe, 1 in die feste Masche und 1 wieder in die Noppe. Und wieder drei in die Lücke und das mache ich die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Hier fehlt mir noch eine feste Masche in die Noppe und eine feste Masche ganz am Rand in die feste Masche aus der Vorreihe. Jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, lasse einige Meter Faden dran, den brauchen wir später noch für die Schulternaht. Ziehe den Faden heraus. Und ziehe ihn fest und jetzt brauchen wir dieses Teil exakt so wie es da liegt noch ein zweites Mal
Und ganz wichtig, auch diese letzte Reihe ganz genau gleich machen wie beim ersten Teil. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe ein zweites identisches Teil angefertigt, habe die beiden Teile aufeinander gelegt, sodass die schöne Seite innen ist. Habe zunächst die Mitte markiert mit einer Klammer, und zwar durch Abzählen der Gruppen. Bei mir sind auf jeder Seite 9 solche Gruppen. Und dann habe ich von der Klammer weg circa 13 cm hinüber gemessen und hier die Klammer gesetzt und hier ebenfalls und auch hier wieder die Gruppen gezählt, dass auf beiden Seiten gleich viele sind, und vom äußeren Bereich der Klammer bis zum äußeren Bereich habe ich ca. 27 cm. Es können auch 28 sein, aber weniger als 27 sollten es nicht sein, damit der Kopf auf jeden Fall gut durchpasst. Und jetzt nehme ich den Faden, den wir ja dran gelassen haben bei beiden Teilen, steche in die erste feste Masche ein, vorne und hinten ebenfalls, hole den Faden durch, mache eine Luftmasche und häkle dann eine feste Masche, und zwar bis zur Klammer, und diese Anzahl, die ich hier brauche bis zur Klammer, die zähle ich und merke sie mir für die andere Schulternaht, sodass die Nähte wirklich ganz genau gleich werden, und ich schließe die Naht bis zur Klammer, und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin bei der Klammer angekommen, habe sie schon entfernt und ich habe hier 30 feste Maschen gemacht, und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, ziehe den Faden durch, ziehe ihn fest, und für die zweite Seite, ganz wichtig, dreht ihr euch das Ganze um und beginnt wieder von außen nach innen und häkelt wieder dieselbe Anzahl fester Maschen wie auf dieser Seite. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe beide Schulternähte geschlossen und das Ganze auf die schöne Seite umgedreht. Wir machen jetzt den Kragen dran, und dazu häkle ich zuerst 6 cm auf der schönen Seite, und später drehen wir das Ganze um, damit wir den Kragen umstülpen können, und das dann, wenn wir ihn umstülpen, wieder die schöne Seite außen ist. Zunächst beginnen wir jetzt also auf der schönen Seite, und dazu nehme ich aus jeder Masche, also in die erste Masche steche ich ein, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein, steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen und häkle dann aus jeder Masche ein Stäbchen heraus. Wichtig ist, dass wir, wenn wir über die ganze Runde drüber schauen, dass wir insgesamt eine gerade Maschenzahl erhalten. Also sollte sich das nicht ausgehen, irgendwo ein Stäbchen mehr heraushäkeln. Ich häkle jetzt lauter Stäbchen, bis ich wieder hier ankomme und schaue, dass ich auf eine gerade Maschenzahl komme. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald.
Willkommen zurück. Bei mir haben sich 102 Stäbchen ergeben. Die Zahl kann bei euch auch anders sein. Wichtig ist, inklusive Ersatzstäbchen muss es eine gerade Anzahl sein. Und ich schließe in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche zur Runde. Häkle 3 Luftmaschen und häkle darunter unter diesen 3 Luftmaschen in die Lücke hinein noch ein Stäbchen. Lasse dann immer 2 Stäbchen aus und häkle zwischen die Stäbchen hinein immer 2 Stäbchen. 2 auslassen und immer zwischen die Stäbchen häkeln. Immer 2er Grüppchen, 2 auslassen, 2 Stäbchen in die Lücke zwischen den Stäbchen häkeln, nicht in die Masche, 2 auslassen und 2 Stäbchen häkeln. Das Ganze sieht dann so aus. Und das machen wir die ganze Runde so. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen. Am Ende bleiben 2 Stäbchen übrig. Die überspringen wir und schließen in die dritte Luftmasche zur Runde mit einer Kettmasche. Häkeln wieder 3 Luftmaschen. Und direkt darunter in die Lücke ein Stäbchen. Und jetzt sind die Lücken schon sehr gut erkennbar. Wir häkeln wieder in jede Lücke 2 Stäbchen. Überspringen 2 und immer in diese kleine Lücke, die man jetzt schon gut sieht. Häkeln wir so ein 2er Grüppchen und wir sehen uns am Ende der Runde wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen, überspringe wieder die letzten beiden und schließe zur Runde. Und diese Runde, die wir soeben gemacht haben, die wiederhole ich noch 3-mal und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe 6 Reihen insgesamt gehäkelt und jetzt mache ich es so. Ich häkle jetzt auf der Innenseite weiter. Beginne hier wieder mit 3 Luftmaschen und mache auch hier gleich ein Stäbchen in die Lücke und häkle ansonsten die Runde genau gleich wie bisher auch. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen und jetzt schließe ich mit der weißen Farbe zur Runde mit einer Kettmasche, häkle wieder 3 Luftmaschen und wieder ein Stäbchen in die Lücke. Und häkle jetzt 3 Runden in weiß. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Immer schön auf der Innenseite häkeln. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe 3 Reihen in weiß gehäkelt und ich wollte euch noch zeigen, ich habe hier die beiden losen Enden miteinander verknotet, also den grauen abgeschnitten
und die beiden Enden verknotet, damit das gut hält. Diese beiden Fäden und alle weiteren müssen dann natürlich vernäht werden, und zwar auf dieser Seite, denn der Kragen wird ja dann nach außen umgeklappt. Und jetzt nehme ich mir wieder die graue Farbe, schließe wieder mit der neuen Farbe zur Runde. Und mache das wieder gleich, schneide diesmal den weißen Faden ab und verknote dann die beiden Enden. Und jetzt häkle ich noch drei Reihen in Grau und dann noch einmal drei Reihen in Weiß. Und dann beende ich den Kragen. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe den Kragen fertiggestellt. Und ihr dürft da ruhig ein bisschen dran ziehen am unteren Rand, damit sich der schön hinlegt und schön fällt. Und jetzt häkeln wir die Seitenstreifen dran, und mit den Seitenstreifen bestimmen wir die endgültige Breite des Poncho. Das heißt, ihr müsst jetzt euer Teil abmessen. Ich mache für die Größe 40-42, schaue ich, dass er ca. 85 cm breit wird. Das Teil hat im Moment ca. 61 cm Breite. Das heißt, mir fehlen 24 cm und ich häkle auf jeder Seite 12 cm dran. Und ich zeige euch gleich, wie das gemacht wird. Willkommen zurück, ich habe das Teil jetzt auseinandergeklappt mit der schönen Seite nach oben, und ich mache einen Streifen in Weiß und einen Streifen in Grau, damit das Ganze asymmetrisch wird. Und wir beginnen hier an der Ecke. Ich steche hier ganz am Rand, ganz weit am Rand ein, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein, steche noch einmal in dieselbe Einstichstelle ein, hole den Faden durch, häkle drei Luftmaschen, und dann seht ihr hier immer diese Randstäbchen. Und die behäkeln wir, und zwar häkle ich in jedes Rand oder um jedes Randstäbchen herum in jede Lücke drei Stäbchen. Hier am Anfang haben wir vier Stäbchen, ein Ersatzstäbchen und drei in der Lücke, und ich häkle jetzt in jede Lücke drei Stäbchen. Springe also immer von Randstäbchen zu Randstäbchen und häkle drei Stäbchen hinein, und an der Schulternaht sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin bei der Schulternaht angekommen. Hier ist die Naht, und wir brauchen hier auch so ein Dreiergrüppchen. Und da häkle ich direkt vor der Naht zwei Stäbchen in eine Masche und dann direkt nach der Naht noch eins, damit wir auch hier ein Dreiergrüppchen haben, und dann wieder die Randstäbchen suchen und in jedes Randstäbchen oder in jede Lücke drei Stäbchen häkeln bis zum Ende der Reihe, und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen,
und häkle auch hier ganz an den Rand in diese Reihe hier noch ein Stäbchen. Und dann wende ich die Arbeit und die Rückreihe funktioniert so. Die beginnt mit 3 Luftmaschen. Wir überspringen dieses erste Grüppchen und häkeln in die Lücken zwischen den Gruppen wieder 3 Stäbchen. Und springen von Lücke zu Lücke und häkeln in jede Lücke 3 Stäbchen. Diese Reihe beginnt also sozusagen mit einer Lücke, die wird dann in der nächsten Reihe wieder gefüllt und ich mache das die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin am Ende der Reihe angekommen und die Reihe endet mit einem einzelnen Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorreihe. Und wir wenden wieder. Und die nächste Reihe beginnt wieder mit 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen in die Lücke. 1, 2, 3, sodass diese Reihe wieder mit 4 Stäbchen beginnt und dann wieder je 3 Stäbchen in jede Lücke. Und am Ende der Reihe sehen wir uns nochmals wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Diese Reihe endet mit 4 Stäbchen in die Lücke, ganz am Rand. 2, 3, 4. Und diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, die zweite und die dritte, die werden jetzt ständig wiederholt, bis die gewünschte Breite erreicht ist. Und ich würde mit so einer Reihe enden, wo am Rand die 4 Stäbchen sind, also nicht mit einer Reihe, wo am Rand eine Lücke ist. Und wenn ihr das gemacht habt, dann auf der anderen Seite das gleiche machen, nur mache ich es auf der anderen Seite in Grau und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe auf beiden Seiten die Streifen dran gehäkelt, einmal in Weiß und einmal in Grau. Und jetzt machen wir noch ein kleines Bündchen dran. Und da zeige ich euch gleich, wie wir das einteilen und wie wir das häkeln. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe das Teil so hingelegt. Ihr seht hier die Schulternaht, hier ist der Kragen. Und als erstes habe ich die Mitte mit einer Klammer fixiert. Da geht ihr von der Schulternaht aus, von diesem Dreiergrüppchen, das wir in die Schulternaht gehäkelt haben, und gebt die Reihen hinunter und markiert euch diese Dreiergruppe hier. Das ist genau die Hälfte des Poncho. Dann habe ich ungefähr 20 cm hinüber gemessen, also auf beide Seiten hinunter gemessen. Für die größeren Größen könnt ihr auch 1 bis 2 cm mehr nehmen. Also ich habe ca. 20 cm hinunter gemessen. Ihr könnt auch 21 oder 22 nehmen. Wichtig ist, ich habe hier die Gruppen gezählt, wie viel ich hier ausgelassen habe zwischen den Klammern. Bei mir sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gruppen auf beiden Seiten
Und das neunte Grüppchen habe ich mir dann mit einer Klammer markiert. Die Zahl kann bei euch aber auch anders sein. Und jetzt starten wir hier. Wir nehmen die Klammer heraus und starten in der Lücke zwischen den Gruppen. Schlingen neu an. Verknoten den Faden. Stechen noch einmal zwischen die Gruppen ein, holen den Faden durch, häkeln drei Luftmaschen und wir beginnen die Reihe mit einer Lücke. Das heißt, ich häkle nur ein einzelnes Stäbchen und häkle dann in die nächste Lücke zwischen den Gruppen drei Stäbchen. Immer drei Stäbchen, so wie wir es schon kennen. Und das machen wir bis zur zweiten Klammer, beziehungsweise bis zur dritten Klammer. Die zweite können wir schon herausnehmen, die brauchen wir gar nicht mehr. Bis zur nächsten Klammer weiter häkeln. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin bei der Klammer angekommen und häkle auch hier noch ein einzelnes Stäbchen in diese Lücke direkt vor der Klammer. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und wir wenden das Ganze. Und da wir vorhin eine Lücke hatten, starten wir diesmal mit einer Gruppe, also genauso wie vorhin beim Seitenstreifen. Wir starten mit drei Luftmaschen, häkeln drei Stäbchen in die Lücke und dann wieder in jede Lücke drei Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin am Ende der Reihe angekommen. Hier nicht vergessen, in diese letzte Lücke hier kommen vier Stäbchen. Vier Stäbchen. Und wir wenden wieder und jetzt geht es genau gleich wie beim Seitenstreifen. Die nächste Reihe beginnt wieder mit einer Lücke sozusagen. Die übernächste wieder mit Gruppen auf den Seiten. Also ganz genau gleich wie bei den Seitenstreifen. Und ich mache das Bündchen ungefähr 9 bis 10 cm lang. Ihr könnt auch mehr machen, wenn ihr wollt. Und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe 8 Reihen gehäkelt. Bei mir sind das ungefähr 9 cm. Ihr könnt auch mehr machen, wenn ihr wollt. Als kleines Highlight habe ich 5 Reihen in Weiß gehäkelt und 3 in Grau. Und ich habe mit einer Rückreihe geendet, das heißt mit einer Reihe, die auf den Seiten jeweils eine Gruppe hat. Den Faden lasse ich jetzt dran und jetzt klappe ich mir das Ganze so zusammen, dass die schöne Seite innen ist. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe den Poncho zusammengeklappt. Die schöne Seite ist innen im Moment. Und ich habe mir hier ungefähr die Hälfte markiert. Bis hierher häkle ich ihn zusammen. Diesen Teil lasse ich offen. Also wie gesagt, ungefähr die Hälfte. Ich habe die Gruppen gezählt. Hier sind 10 Gruppen und hier sind 10. Das kann bei euch aber auch anders sein, nur damit ihr das auf der anderen Seite dann gleich macht. Und
jetzt schließen wir die Naht, zuerst beim Bündchen. Und hier würde ich immer um das Randstäbchen herum zwei feste Maschen häkeln und schaut, dass die Reihen ganz genau aufeinander stimmen. Hier kommen immer die Lücken aufeinander und die Gruppen aufeinander. Und wie gesagt, ich mache immer zwei feste Maschen hinein. Und damit das Ganze auch wirklich schön wird, mache ich die Teile, die weiß sind, mit der weißen Farbe. Ich habe hier ein Stück Faden dran gelassen und die grauen Teile mit der grauen Farbe. Auch hier immer zwei feste Maschen in jede Reihe. Und hier oben, wo das Hauptteil beginnt, sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe jetzt mal das Ärmelbündchen geschlossen und da ich hier wieder die Farbe wechseln muss, habe ich hier noch eine Luftmasche gemacht, den Faden abgeschnitten und durchgezogen und jetzt nehme ich wieder die graue Farbe, schlinge wieder neu an. Beginne zunächst in der Lücke mit einer Luftmasche und einer festen Masche und dann häkle ich die beiden Teile genau Masche für Masche zusammen. Also schauen, dass die Gruppen genau aufeinander kommen. Es sind immer drei Stäbchen vorne und drei Stäbchen hinten und am Anfang genau schauen, dass ihr jeweils das erste Stäbchen erwischt und dann Stäbchen für Stäbchen mit festen Maschen die Naht schließen. Und zwar mache ich das jetzt bis zur Klammer immer, also die Lücken nicht extra behäkeln. Immer Stäbchen für Stäbchen zusammenfügen bis zur Klammer und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin bei der Klammer angekommen. Die nehme ich jetzt heraus und häkle zum Schluss noch eine feste Masche in die Lücke. Häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt müsst ihr auf der anderen Seite genau das gleiche machen, also das Bündchen dran häkeln, so wie wir es hier gemacht haben. Und dann ebenfalls die Naht gleich schließen. Am Ende noch die Fäden vernähen und dann ist unser wunderschöner Poncho fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt viel Freude mit diesem tollen Poncho und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Eure Karin aus dem Ländle.